Aufgaben kommen hinzu. Und ich spreche wenige an. Erstens das Thema Verkehr. Ich bin davon überzeugt, dass auf Dauer eine nationale Luftsicherheit der falsche Weg ist. Denn Flugzeuge halten nicht an der Grenze, überqueren sie. Und die Luftsicherheit zu übergeben von der Schweiz nach Bonn, von Bonn nach Paris, birgt eher Gefahr. Deswegen ist für mich nicht die Frage, ob die Luftsicherheit privat oder staatlich in Deutschland aufgestellt ist. Nein, sie muss europäisch aufgestellt sein, weil der Kontinent der gemeinsame zivile Luftraum ist. Zweitens, wir haben von der Europäischen Union entscheidende Impulse für die Magistrale Stuttgart-Ulm bekommen, die im Februar, so glaube ich, Baubeginn haben wird. Ich danke der europäischen Ebene, denn die Bahn und der Bund, die wir dazu brachten, das Projekt anzugehen, haben uns, das Land, die Region und die Stadt Stuttgart mit ihrer Förderung und ihrer Forderung wirkungsvoll unterstützt. Die großen Magistralen der Schiene, auch der Wasserstraße und die Autobahnen müssen europäisch geplant und abgestimmt sein. Wir brauchen eine europäische zentrale Verkehrsplanung, damit nicht an den Grenzen der eine früher und der andere später fertig wird. Schauen Sie einmal das Rheintal an. Die Deutschen haben versprochen, dass von Rotterdam, Amsterdam bis Genua im Rheintal mittendrin eine europäische Schnellverbindung für Waren, Güter und Menschen entstehen soll. Der Gotthard ist im Jahre 2016 fertig. Herr Knecht hat beide Seiten jetzt fast zu Ende gebohrt und bei uns wird im Jahre 2016 vermutlich noch für wichtige Abschnitte vor Gericht gestritten, geschweige denn gebohrt. Das heißt, die Verkehrsinfrastruktur, Schiene, Wasserstraße, Straße, nicht im Detail und nicht nur Trägerschaft, aber in dem Leitbild, in der Landkarte und in zeitlichen Zielen wird und muss eine europäische Kompetenz der Zukunft sein. Dann glaube ich, dass Forschung, Großforschung europäisch werden muss. Wenn man sieht, wie die Dynamik und die finanzielle Wucht der Zukunftsforschung in Amerika oder in Shanghai oder in Bangalore oder Mumbai ist, da sind 27 einzelne Staaten und ihre Förderung viel zu klein. Wer parallel forscht, kommt nicht schnell genug ins